Ich habe schon ganz oft gehört von Coaches, die den Ausdruck haben, den Glaubenssatz haben: Ich bin fett, ich war schon immer fett und ich werde immer fett bleiben. Ja, und in der Tat ist es auch so, dass solche Coaches dann mich buchen und mit dieser Einstellung kommen. Oder auch schon andere Coaches, die ich kenne, bei Coaches waren. Und mit dieser Einstellung, genau mit dieser Einstellung, gehen sie dann das Ganze an. Was soll man dazu sagen? Es ist ganz einfach, passt auf. Das nennt man Glaubenssätze, die sich verankert haben. Das nennt man innere Überzeugungen. So, diese Menschen haben einfach schon mehrmals probiert, was zu ändern und sind jedes Mal gescheitert. Da gibt es also ganz unterschiedliche Szenarien, warum Menschen bei so einem Vorhaben scheitern können. Zum Beispiel völlig falsches Essen. Das heißt, keine Ahnung, irgendwas ausprobiert, wo sie irgendwo gelesen haben in der Bild der Wildsau, keine Ahnung. Und da steht irgendwas drin von Sauerkraut-Diät mit keine Ahnung was. Kohlsuppendiät ist auch bekannt. Was nochmal? Kohlsuppendiät. Oder Kohlsuppe. Einfach mal eine Kohlsuppendiät machen. Gut, dann machen die das 14 Tage mit dem Versprechen, dann nimmst du 10 Kilo ab. Die machen es und nehmen 7 Kilo ab, nehmen nach wieder 11 Kilo zu. Okay, bin wieder fett. Oder sie lesen irgendeine Zeitschrift, 23 Kilo in 30 Tagen, probieren es aus, nehmen nur 10 Kilo ab, nehmen danach wieder zu, sind wieder fett, bleiben fett. Und so probieren sie ganz viele Dinge aus und scheitern jedes Mal daran. Und dann wird im Kopf verankert, okay, ich war schon als Kind immer etwas dicklicher, ich war als Jugendlicher etwas dicklicher, ich habe alles schon probiert, also kann nur an mir liegen. Ich bin einfach verdammt, mein ganzes Leben lang fett zu bleiben. Schwere Knochen sind auch ein gutes Argument, aber das hat sich schon rausgestellt wissenschaftlich, dass das wirklich nicht hilft. Der Unterschied ist so minimal. Aber wenn er jetzt genau darüber nachdenkt, dann haben die wirklich schon viel probiert. Und da kann man auch dran verzweifeln. Da kann man sagen, verdammte Scheiße, ja, ich schaff's halt nicht. Ich bin halt eben verdammt dazu, eben immer mein ganzes Leben lang 30, 20, 10, 15, 20, 30 Kilo Übergewicht zu haben. Ist halt so. Und sie fangen wieder an. Die verlieren nie die Hoffnung, spätestens in der zweiten Januarwoche, nach dem 6. Januar. Die Apotheke, die hat was geliefert. Das muss ich sofort probieren. 10 Kilo in 2 Wochen. Oder bei irgendeiner Social Media Plattform. Die Wurzel. Wie heißt die Wurzel nochmal? Die Cognac-Wurzel. Die Cognac-Wurzel, die den Bauch aufbläht. Wo ich so einen Ranzen kriege, dass nichts mehr reinpasst. Muss ich ausprobieren. Muss ich sofort probieren. So, und jetzt probieren die 100 Mal. Und was passiert? Die verlieren den Glauben daran, dass sie jemals dieses Ziel überhaupt erreichen werden. Und jetzt passt auf, jetzt gebe ich euch eine ganz wichtige Hot-Info. Die haben bis dato nichts anderes gemacht, wie nur das falsche Werkzeug benutzt. Das liegt nicht an ihrem Körper, es liegt am falschen Werkzeug. Die haben Dinge probiert, die von vornherein schon zum Scheitern verurteilt sind und waren. Und was kommt raus? Natürlich, was kommt raus? Demotivation. Und die wollen immer wieder von vorne anfangen, gehen aber immer mit einem falschen Mindset sowieso schon rein. Ja, ich bin fett, bleibe fett, werde immer fett bleiben. Und so gehen sie wieder das nächste Thema an. Deswegen habe ich natürlich irgendwann mal mir Gedanken gemacht. Ernährungsplan, Trainingsplan, alles wunderbar. Das ist easy, das mache ich schon seit, zu dem Zeitpunkt schon seit 27,5 Jahren. Man hat natürlich immer Kunden, die Erfolg haben, langfristig Erfolg. Es gibt Kunden, die haben eben keinen Erfolg. Ganz großer Aspekt, warum sie nicht Erfolg haben, ist in der Tat diese Glaubenssätze, diese innerliche Einstellung, diese Überzeugungen, die sie haben. Und da habe ich mich entschlossen,
eine Ausbildung anzufangen, in der ich noch mittendrin stecke. Das ist die Ausbildung zum REKVT-Coach. Rationale, emotive, kognitive Verhaltenstherapie. Was ein geiles Wort. Fand ich auch. Hinten dran steckt nichts anderes wie, dass man solche Glaubenssätze erstmal überprüft, woher kommen die überhaupt. Und dann letztendlich zum Ernährungsplan und zum Trainingsplan dazu hier die Überzeugung ändert. Man sagt auf sehr interessanten Deutsch Mindset. Mindset. Mindset ist nichts anderes wie Überzeugungen. Glaubenssätze, Überzeugungen, das sind unsere Birne drin. Unser Kopf kreiert Gedanken und durch die Kreation dieser Gedanken entstehen natürlich Emotionen und dadurch entstehen natürlich auch Hormone im Kopf und dadurch entstehen natürlich auch Handlungen. So, und wenn diese Suppe immer die gleiche ist, das kommt hinten raus, genau, die gleiche Scheiße wie immer. Funktioniert nicht. Und ja, deswegen, ihr Lieben da draußen, ihr habt Übergewicht, ihr habt schon etliche Mal probiert. Es muss nicht daran liegen, dass ihr verdammt seid, euer ganzes Leben, dieses Übergewicht mit euch rumzutragen. Dass ihr verdammt seid, euer ganzes Leben euch Gedanken zu machen, zu müssen, über euer Übergewicht. Wenn euch das stört, wenn ihr sagt, das möchte ich nicht haben, ich möchte endlich mal Normalgewicht haben, ich möchte mich normal fühlen können, ich möchte normale Kleider haben können, kaufen können, ich möchte ja, Sport betreiben können, ohne dass mich irgendwas stört, ich möchte schwimmen gehen können, ohne dass ich sage, okay, das ist mir alles viel zu viel, ich traue mich nicht unter die Menschen. Ihr müsst keine Supermodels werden, muss ich gleich dazu sagen. Ihr braucht auch kein Sixpack, ihr braucht kein, keine Ahnung, Adoniskörper braucht ihr nicht, aber es geht ja auch um Thema Gesundheit. Nicht nur körperliche Gesundheit, sondern auch hier geistige Gesundheit, dass man sich nicht verrückt macht, dass man sich ja, letztendlich schämt, letztendlich nicht mehr aus dem Haus traut. Da gibt es ja ganz viele Szenarien. Dann gebe ich euch einen Tipp. Es ist kein Mensch dazu verdammt, immer sich damit abzufinden, dass er 10, 20, 30 Kilo Übergewicht hat. Ist er nicht. Ihr habt die Möglichkeit, zum Beispiel bei mir, euch für ein Telefongespräch, ein Erstberatungsgespräch zu bewerben. Und dazu müsst ihr unten einmal reingucken, da unten. Ist ein Link, das sind meistens auch zwei Links, da ist auf jeden Fall ein großer Link, da müsst ihr drauf gehen, da steht auch davor was drin, dass ihr euch bewerben könnt. Das Ganze ist natürlich kostenfrei. Kostenfrei in dem Sinn, dass dieser Anruf euch nichts kostet, diese Bewerbung, dass euch nichts kostet, sondern das ist ein Bewerbungsgespräch. Das bedeutet, anhand des Bewerbungsgesprächs finden wir raus, mein Team raus, ob du in mein Team passt. Ob du dafür geeignet bist und das kannst du kostenfrei beantragen. Und dann finden wir raus, wie wir deine Glaubenssätze verändern, wie wir deine Überzeugungen mit der Realität vereinbaren. Und das ist meine Arbeit. Und deswegen gilt für mich dieser Spruch, einmal fett, immer fett, diese Glaubenssätze gilt für mich nicht. Weißt du auch warum? Weißt du warum? Willst du wissen warum? Weil ich bis jetzt immer erlebt habe, dass die meisten das absolute falsche Werkzeug dafür benutzt haben. Dass es nicht an ihnen liegt, sondern an der Nutzung des falschen Werkzeuges. Und genau das ist mein Job, dir zu zeigen, welches Werkzeug für dich das Richtige ist. Und das mache ich jetzt schon seit 30 Jahren und noch was. Ich bin so froh, dass ich diese Ausbildung zum REKVT-Coach angegangen bin. Ich stecke noch mittendrin. Profi ist man erst, das ist ganz klar. Ab mindestens 10.000 Beratungsstunden. Aber ich habe da ganz viel Wissen mir angeeignet, was natürlich auch ein Riesenunterschied ist zu normalen Coaches, wenn es nur um Trainingsplan und Ernährungsplan geht. Warum? Das kriegt jeder hin. Und lesen kannst du auch, was da drauf steht. Nur das Umsetzen, das dauerhaft Umsetzen, daran scheitern die meisten. Und das ist mein Job. Deswegen, wenn du Bock hast, bewirbst dich und dann schauen wir mal, ob wir zusammenpassen.